Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Eigentlich könnte man es in die Reihe Twizy-Videos stellen, ich glaube aber, geht auch für jedes andere. Ich bin auf eine Internetwerbung reingefallen. Auf Facebook war ja eine Werbung, die irgendwie ganz niedlich aussah. Reingefallen ist mein Anführungsstrichel. Ich nenne es reingefallen, weil ich einfach was gekauft habe, was beworben wurde. Und das läuft ja dann fast schon unter reingefallen. Allerdings mit einem kleinen Unterschied. Auf Facebook war das Produkt, was ich euch gleich zeige, war beworben mit Normalpreis 29 Euro. Jetzt nur zum Sonderpreis von 19,99 und nur jetzt und gleich und so fort. Ich habe mir dann gedacht, Mensch, das ist cool und ich zeige euch auch gleich warum. Habe dann aber beschlossen, der Preis passt mir nicht und habe mal suchen angefangen, ob sowas nicht auch woanders gibt, außer unter dieser Adresse, weil jeder kennt die Militärtaschenlampen für nur 49 Euro statt 99, die dann 6,95 Euro bei Ali kosten. Und was habe ich gefunden? Es gibt, ich glaube bei eBay oder wo ich das gefunden habe, gibt es tatsächlich einen Shop, der dasselbe Produkt, also für weniger als die Hälfte anbietet. Ich habe jetzt bezahlt, ich glaube 8 Euro irgendwo in der Größenordnung pro Stück. Und jetzt zeige ich euch, was es ist. Ich habe hier das Kuvert schon mal aufgeschnitten. Und ich ziehe es jetzt mal rückwärts raus. Und was hängt da dran? Es sind lauter kleine Nummernschilder. Es ist total cool. Auf dem Ding ist vorne und hinten die Nummer drauf. Und die kommen jetzt eben der Reihe nach an alle meine Twizy-Schlüssel, weil ihr wisst ja, ich habe mehr davon. Und da war immer Kuddelmuddel, welcher Schlüssel gehört wohin. Das Thema hat ein Ende. Die Dinger sind richtig cool. Ich mache euch da mal, ja, ich zeige euch einfach nur mal eine in die Großaufnahme. Mit bayerischem Wappen gibt es auch mit anderen Landeswappen, gibt es auch statt in Schwarz mit silberner Hülle. Und hat sogar ein TÜV-Zeichen drauf. Und wenn ich mich nicht völlig täusche, kann man, glaube ich, das TÜV-Zeichen, wenn man möchte, sogar noch in der Ausführung wählen, wie man selber gerade TÜV hat. Das habe ich mir natürlich gespart, weil ich habe ein bisschen mehr. Ich fange gar nicht an, den TÜV noch einzeln rauszusuchen. Und spätestens in 2 Jahren ist der TÜV dann eh hinfällig, weil er eine falsche Farbe hat. Also ich habe gesagt, mach mir da irgendein TÜV-Kennzeichen drauf, dass das Bäberle einfach drauf ist. Welches ist mir egal. Vielleicht eine kleine Zwischenbemerkung noch, weil ich in den Bewertungen dieser Schlüsselanhänger gelesen habe, und zwar das relativ häufig. Ja, da weiß ja jeder dann, zu welchem Auto das der Schlüssel gehört. Kannst ja gleich deinen Schlüssel hinlegen auf die Theke und sagen, da nimm mein Auto. Sorry, also wer so blöd ist und es nicht schafft, auf seinen Autoschlüssel aufzupassen, A, dem gehört es nicht anders und B, der sollte sich halt überlegen, ob ein Auto das richtige Produkt für ihn ist. So, weiter im Text. Mir egal. Cooles Spielzeug, gefällt mir, finde ich echt klasse. Daumen hoch. Ich kann mal gucken, vielleicht mache ich euch irgendwo in die Beschreibung noch den Link, zu dem Internetshop, wo ihr die bestellen könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.